lüften. He. Ja, bei den Vögeln ist es grosse Amseln bis zu Enten und Graureiher. Gehört zum Beutenspektrum vom Uhu. Und weil er so ein grosses Beutenspektrum hat, wird er überhaupt nicht präsent. So, jetzt schaut ihr mal den Baum an. Denkt ihr, er könnte ja in die Tanne nur fliegen. Oh. Ja, tun wir mal die Distanz ein bisschen verkürzen, vielleicht kommt er dann. Es ist immer die Frage, wer tut jetzt da wen trainieren? Ich, der Uhu oder der Uhu mich? Philipp, komm. Da bin ich. Ah, du musst gegen die Sonne schauen, wie ist das? Als Falkner muss man immer herausfinden, was könnte ihn stören. Was könnte ich denn stören, was? Schau da. Ja, in Polieren funktioniert es tiptop, aber wenn ein Publikum da ist, ich sage immer, Falkner ist wie Kinder ziehen, meistens klappt es. Und wenn es zukommt, tun sie am Tisch.